Wir sprechen heute mal über meine Routine wieder am Morgen. Ich habe ein paar neue Produkte mitgebracht, die ich mir vor kurzem geholt habe. Und da kann ich schon erste Eindrücke sagen. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute wieder über Skincare und wie manche Produkte performen. Und ich finde es ganz interessant, dass ich eben auch unter meinen Videos immer mal wieder die Frage gestellt bekomme, ja, wie wende ich denn das Produkt überhaupt an? Und wenn ich ein Produkt gar nicht kenne, gilt eigentlich grundsätzlich, das hatte ich ja auch schon im letzten Video gesagt, verlinke ich dir mal unter dem i, immer von flüssig zu fest. Als letztes am Morgen soll es immer die Sonnencreme sein. Wenn du Make-up oder so trägst, dann kommt das natürlich als letztes dran. Aber so an Pflege sollte die Sonnencreme das allerletzte sein. Also von flüssig zu fest. Und wir fangen jetzt mal mit einem neuen Produkt an. Und das ist der Peeling Cleanser. Und bei dem war ich so richtig, oh, weil ich bin mit dem von No echt gut klargekommen. Also am Anfang dachte ich, das tut irgendwie nichts. Der ist einfach nur teuer. Und dann kann ich mir auch das normale Waschgel kaufen. Aber je länger ich den Peeling Cleanser angewendet habe, und ich habe ihn morgens und abends angewendet, weil ich das kann, desto besser wurde meine Haut. Solange verwende ich das hier jetzt noch nicht. Also ich kann dazu noch nicht viel sagen. Es ist ähnlich. Es ist ähnlich mild auch. Aber bei so Säuresachen muss ich auch immer dazu sagen, ich habe eine Mischhaut, die zur fettigen Haut neigt. Und so eine Haut kann Säuren meistens besser abhaben. Allgemein Skincare, die so ein bisschen reizt. Da ist Haut, die ihr nachfettet. Die nimmt einem so Experimente nicht übel. Und da muss man wirklich aufpassen und das wirklich in die Pflege einschleichen. Mal mit einmal pro Woche anfangen und dann gucken, was sagt meine Haut dazu? Vielleicht kann ich dieses einmal pro Woche zweimal pro Woche machen und dann vielleicht auch mal am selben Tag probieren, wie das so wirkt, morgens und abends. Und ich mag den echt gerne und das ist halt wirklich auch für Leute, die das irgendwie nicht so richtig gut vertragen mit Säuren. Ihr müsst halt vorsichtig sein, ne? Ihr dürft nicht auf die Vollen gehen. Einmal pro Woche, dann wirklich wieder in der nächsten Woche probieren und immer gucken, was die Haut sagt, ne? Und da sind eben auch keine Duftstoffe drin und das finde ich ganz gut, dass da halt wirklich in der Parfümerie, wollte ich schon sagen, in der Drogerie einiges passiert. Denn das gehört halt einfach nicht auf deine Haut und wenn du schon mit Säuren rummachst, sollten da nicht noch reizende Duftstoffe mit im Spiel sein. Und wenn du Angst davor hast, bestimmte Produkte miteinander zu kombinieren, probier es einmal aus. Vielleicht wirklich auch nur an einer Hautstelle, wenn du da wirklich, wirklich vorsichtig sein möchtest. Halt wirklich an einer Hautstelle kombinieren, also Schichten, was deine Haut dazu sagt. Und dann kann es eigentlich losgehen. Aber generell gilt es für Actives und Säuren. Einschleichen in die Routine. Wer es halt wirklich verträgt, so wie ich, da passiert dann nicht mehr viel. Das ist das Liquid Peeling und mit 2% BHA. Aber an dem muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir vor kurzem auch abends passiert. Da habe ich es abends angewendet. Am nächsten Morgen dachte ich so, beim Runterwaschen, du hast so eine ganz komische Schicht auf dem Gesicht. So ganz komisch, so wie das Produkt ist, so, ich will jetzt nicht sagen gelig, so schmierig, aber nicht fettig schmierig, sondern schmierig, weil ich kann es nicht erklären, keine Ahnung. Und das ist mir heute Morgen auch wieder aufgefallen, als ich es aufgetragen habe, so, das Produkt an sich ist ein bisschen schmierig, so. Und wenn du das aufs Gesicht machst, das geht gar nicht so schnell rein. Ich habe die Inhaltsstoffe noch nicht so abgecheckt, dass ihr jetzt sagen könnt, was da drin ist. Aber ich befürchte, da ist relativ viel Glycerin drin. Das macht die ganze Sache halt so auf der Haut, ne? Also auch da habe ich jetzt nicht die mega Wirkung auf dem Gesicht. Das heißt aber bei Säuren heißt das gar nichts. Das wirkt trotzdem, ne? Und wie schon erwähnt, bitte passt auf, wenn ihr das Zeug anwendet. Das gibt es jetzt einfach in der Drogerie. Also die Entwicklung, die ist halt richtig krass inzwischen. Und
Ich weiß noch, als ich vor Jahren von Paula's Choice so Produkte zugeschickt bekommen habe und gleich mal alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Es sind immer noch Säuren und wenn du dir die Haut verätzt, das merkt sich die Haut halt, ne? Deswegen sei vorsichtig damit. Und ja, das ist der nächste Schritt sozusagen. Nächster Schritt, und das wende ich nur an, weil ich es leer machen möchte. Also ich würde mir gerne die überholte Version holen, weil das ist halt immer noch die alte. Und da kommt so viel raus. Das ist echt abartig. Ich mag das. Ich mag auch, dass es so ein bisschen dicker ist. Und das in Verbindung mit dem hat gar nicht funktioniert. Also das hat dann so einen ganz komischen Schaum entwickelt, so ganz komisch. Kann es gar nicht erklären. Würde ich so jetzt also nicht nochmal wiederholen, weil die Schicht von dem Produkt davor nicht unbedingt besser geworden ist. Ne? Also ich wende halt Säuren ganz gerne an am Morgen, weil die halt viel für meine fettige Haut tun. Die fettet lange nicht so nach. Und ja, so ein Hyaluronprodukt ist nicht schlecht, gerade am Morgen, gerade diesen frischen Kick auch zu haben, aber diese Verbindung gerade mit dem Peeling, das war total seltsam. Wenn ich jetzt zu dem Thema Säuren noch Niacinamid dazu packe, was ich ja von Colibri noch habe, dann funktioniert das am allerbesten, dann habe ich lange nicht so eine schmierige Haut. Da muss ich halt wirklich punktuell dann auftragen. Hier in dem Bereich brauche ich dann nichts, was reguliert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so T-Zone-mäßig dann schon. Und dann nehme ich meistens nur einen Pumper. Was ich an dem Produkt von Colibri nicht mag, da ist ein Inhaltsstoff drin, der im Wasser schlecht abbaubar ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist das einzigste Produkt, wo ich kritisch sehe von Colibri. Es funktioniert aber einwandfrei, ne? Also, es ist ein richtig gutes Produkt. Und das muss jeder für sich halt entscheiden, wie er jetzt mit dem Thema beispielsweise Carbomer, da ist ein Carbomer drin, wie er mit dem Thema Carbomer umgeht. Ist trotzdem ein super gutes Produkt. Ich kann es trotzdem empfehlen, auch wenn dieser Inhaltsstoff drin ist. Wäre natürlich besser, wenn er nicht drin wäre, weil ich glaube, das hat halt wirklich mit der Stabilität, sagt man das so? Okay, das hält halt das Produkt vermutlich stabil. Gut rausgeredet. Und ja. Ich mag das Produkt, aber würde es mir, wie gesagt, anhand des Inhaltsstoffs nicht mehr nachkaufen. Letzter Schritt sollte immer der Sonnenschutz sein. Und wer einen ganz großen Wert auf UVA-Schutz legt, das ist natürlich deswegen, trägt man die ganze Sache ja eigentlich auch, weil man einfach die Haut schützen möchte, da ist das vielleicht nicht so 100% gut. Ja, es ist trotzdem gut, es ist eine 50er, es ist das Sonnengel von San Ozon, die Gesichtsprodukte, die haben meistens noch einen besseren UVA-Wert, habe ich inzwischen rausgekriegt. Aber das funktioniert genauso gut und ich werde die nachkaufen. Es gibt zwar ein paar neue, die leider beduftet sind, die werde ich auch mal ausprobieren. Aber das ist für den Körper halt einfach mega gut und es zieht auch gut ein. Wenn man nicht dieses Peeling-Serum und dieses Hyaluron davor auf dem Gesicht hat, weil da hat sie jetzt die Creme Schwierigkeiten. Weil du brauchst ja schon so eine gewisse Menge, diese 2 Gramm, die man da ja verwenden sollte, die habe ich meistens nicht auf dem Gesicht. Deswegen gucke ich auch immer, dass ich 50er nehme oder 50 plus Sonnencremes, dass man halt dann einfach auf der sicheren Seite, wenn man nicht die exakte Menge aufträgt, da bin ich jetzt so. Aber das ist halt wirklich der wichtigste Schritt. Vor allem, wenn du mit Säuren experimentierst, dann musst du Sonnenschutz tragen. Weil du schadest nämlich deiner Haut dann damit. Das wirklich, also da klinge ich wirklich wie eine Platte, die sich immer wieder wiederholt, wie so ein Sprung in einer Platte. Aber das ist halt so wichtig, weil ich immer noch Kommentare diesbezüglich bekomme. Und wie schon erwähnt, wenn du halt mit Säuren Experimente machen möchtest, dann muss das auf jeden Fall aufs Gesicht. Und das nehme ich statt einer Tagescreme, weil beides geht wirklich gar nicht klar. Also das brauche ich auch nicht. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht deine Routine im Moment aus am Morgen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben
und hinterlassen einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.